Ich hoffe, du hast das Video nicht nur geklickt, weil ein Freund dir gesagt hat, du sollst für ihn voten. Ich hoffe, du willst das Video angucken, du willst alle Outfits sehen, um meine Meinung dazu hören. Denn es gibt bei diesem Zuschauer-Outfit-Turnier im Halbfinale gibt es bestimmte Regeln, die neu sind, die ihr noch nicht kennt. Wahrscheinlich, oder könnt ihr nicht kennen. Und zwar, erstmal, was geht ab? Willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Danke, dass du meinen Kanal eingeschaltet hast. Falls ihr mehr von diesem Video sehen wollt und meinen Kanal unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo auf diesem Kanal da. Ungefähr nur 70% von euch, die meine Videos gucken, haben mich auch abonniert. Das heißt, tut mir einen kleinen Gefallen und helft mir da ein bisschen weiter aus. Auf jeden Fall, Regeln, die jetzt dazukommen, sind folgende. Im Halbfinale und im Finale habe ich mir überlegt, dass nicht nur ihr bestimmen könnt, wer gewinnt, sondern auch ich und noch jemand anders. Also wir haben quasi Best of Three. Das heißt, wir haben gleich zwei Duelle mit zwei Kandidaten jeweils halt. Und es werden 3 Punkte pro Match vergeben. Der erste Punkt kommt von mir. Das heißt, meine Meinung. Pure meine Meinung. Ich werde in diesem Video komplett ehrlich sein und auch alles kritisieren, was mir nicht gefällt. Heute habe ich Bock darauf, ein paar Leute zu roasten, wenn es dazu kommt, je nachdem, ne? Dann, also erster Punkt, mein Punkt. Zweiter Punkt für die Bewertung seid ihr. Das heißt, ihr, die das Video guckt, müsst in die Kommentare schreiben, wen ihr gewinnen sehen wollt. Und jetzt noch eine neue Regelung. Da beim letzten Video ein bisschen geschummelt wurde, wird es jetzt so sein, dass die Kommentare nur gezählt werden, wenn ihr in dem Kommentar für beide Outfits, also für beide Duelle, einen Gewinner hinschreibt. Das heißt, wenn ihr jetzt schreibt Outfit 1 und Outfit 4 aus zwei Duellen, zwei Sieger. Wenn ihr nur einen Sieger schreibt, weil euer Freund oder eure Freundin diese Person ist, zählt der Kommentar nicht, wird weggeschmissen. Beachte ich nicht. Und ihr fragt euch jetzt, ja okay, ein Punkt von dir, ein Punkt von uns, wer noch? Und zwar ist der nächste Punkt, oder der dritte Punkt von meiner TikTok-Zuschauerschaft, sagen wir es so. Auf TikTok, falls ihr es mitbekommen habt, ich lade da quasi meine YouTube-Videos nochmal so als kleinen Ausschnitt nochmal da hoch, um mal ein bisschen Reichweite zu bekommen. Warum das Ganze so geregelt wurde, ist eigentlich leicht zu beantworten, weil ich ein bisschen was Neues dazu bringen wollte. Ich hatte ein bisschen Bock, meine eigene Meinung nochmal ein bisschen prägnanter mit einzubringen in die Videos. Und das ist dann quasi so, dass das Outfit mit 3 Stimmen oder mit 2 Stimmen halt gewinnt. Das heißt, wenn ihr meine Meinung habt, plus die YouTube-Kommentare habt ihr gewonnen oder plus die TikTok-Kommentare habt ihr auch gewonnen. Und ich denke mal, eigentlich selbstverständlich, ich rede nicht weiter jetzt rum und es geht direkt los mit dem ersten Outfit. Mit dem ersten Outfit-Duell, sagen wir es mal so. Also, wir haben als allererstes Outfit im Halbfinale den lieben Fuck. Sein Outfit wird jetzt, sein Outfit muss erstmal laden. Wieso lädt das denn nicht? Ja, und selbstverständlich habe ich es gespeichert. Und zwar haben wir hier das erste Outfit. Also in diesem Halbfinale unser Outfit Nummer 1 und das ist der liebe Fuck. Wie bereits erwähnt, ich werde so kritisch sein, wie ich nur kann und meine persönliche Meinung abgeben. Meine persönliche Meinung wird darauf basieren, ob ich es selber so tragen würde und wie stimmig ich das Outfit allgemein finde. Bei dem Outfit fange ich mal von unten nach oben an. Und ich weiß nicht, welche Pieces welche sind, das ist mir auch völlig egal. Ich bewerte einfach nur objektiv, wie ich finde, wie das aussieht. Objektiv, ist überhaupt richtig? Nee, ich glaube nicht, subjektiv. Da unten graue Schuhe, graue, klobige Schuhe. Schreiben wir das mal lieber so. Sieht cool aus, kann man nicht viel sagen dazu. Dazu eine weiße Hose, die ein bisschen baggy ist, Stack auf dem Schuh drauf. Finde ich, ist schon mal ein cleaner Baggy-Fit. Dazu ein schwarzes T-Shirt mit einem farbigen Print. Hier würde ich den farbigen Print weglassen. An seiner Stelle zum Beispiel. Einfach ein schwarzes T-Shirt hätte auch ausgereicht oder einen weißen Print vielleicht darauf. Farbiger Print nicht, weil ich eben finde, dass die Jacke, die jetzt auch dazu kommt, und zwar die Puffer Jacket in so einem Babyblau-Grau-Stil, fast so wie mein Oberteil hier, finde ich persönlich passt nicht so gut zum Printed Fit. Ich finde, da hättest du vielleicht sogar ein simpleres Outfit machen können. Und den Schmuck dazu finde ich passt sehr gut. Ich sehe jetzt nicht ganz genau, was für einen Schmuck du hast. Es sieht aus wie eine Perlenkette und eine normale Silberkette zum Beispiel. Passt sehr gut. Ringe hast du auch an der Hand. Auch nice, gefällt mir. Und dazu eine Sonnenbrille, die ich mir unbedingt holen wollte. Ich weiß noch nicht, wo du die geholt hast, Bruder. Aber die finde ich sehr geil mit einer weißen Umrandung. Also mit weißem Gehäuse. Heißt es so? Und schwarz. Halt Sonnenbrillen, Glas. Finde ich passt sehr gut zu der Hose. Und dazu halt eine entspannte Trucker Cap. Kann man nicht viel falsch machen. Finde ich, sieht nice aus. Im Ganzen würde ich dem Outfit eine 8 von 10 geben. Wie gesagt, das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist das T-Shirt. Und vielleicht, dass die Puffer Jacket mir persönlich ein bisschen zu cropped wäre, also zu kurz wäre. Sonst auf jeden Fall ein solides Outfit. Sein Gegner ist Lamar. Hier haben wir ein Bild, was jetzt nicht das komplette Outfit zeigt, aber er hat mir das so eingeschickt. Ich meinte, Bruder, ich versuche mir zu bewerten, wie ich nur kann. Also müssen wir halt bei der Hose anfangen, eine schwarze. Ich denke mal, Baggy-Hose natürlich auch. Kennt ihr ja den Fuchs. Sieht sehr cool aus. Erstmal stabil, heftiges Bild auf jeden Fall auch an der Stelle. Ja, wir improvisieren jetzt einfach, als hätte er weiße Schuhe an. Einfach weiße Air Force oder so. Coole Schuhe hast du an, Bro. Dann hat er eine Hosenkette an, wie es aussieht. Einen grauen Pullover. Kette über dem Pullover, das sieht aus wie eine Königskette. Die fühle ich persönlich weniger, ehrlich gesagt. Und ich finde, du hast zu viele Ketten vielleicht sogar an. Also plus Hosenkette und Halskette. Ich weiß nicht, ob ich das so fühle. Und einige würden jetzt darüber streiten, ob das cool ist, die Kette über den Pullover zu tragen, wenn der Pullover noch diese Kapuzendinger hat, quasi. Die könnte man theoretisch rausnehmen. Mache einige, ich mache es zum Beispiel auch. Dann haben wir eine Kordjacke, glaube ich, sieht das so aus. Farbe, durch die Bildbearbeitung kann ich es nicht ganz genau erkennen. Ich sage einfach mal dunkles Beige. Coole Jacke, coole Farbe. Dazu eine fresche Sonnenbrille, so wie Fuck auch. Nein, habt ihr euch wahrscheinlich abgesprochen, Kapi. Dem Outfit werde ich... also ich habe viel gemängelt und ich habe gesagt, ich werde diesem Video so ehrlich sein, wie ich nur kann. Ich würde Pieces an sich selber auch so tragen, nur halt, wir sehen halt nicht die Schuhe, das ist halt blöd ein bisschen, ne?
Und das mit der Kette nervt mich halt, nervt mich nicht, aber auch den würde ich nicht so machen. Deswegen gebe ich dem Outfit eine 7, eine 7 von 10. Eine 7 von 10. Eine 7 von 10, genau, sagen wir es so. Das heißt, durch die Wertung können wir auf jeden Fall schon mal herausfinden, welchen Outfit ich den Punkt geben würde. Und zwar würde ich dem Outfit von Fug den Punkt geben an der Stelle. Ich will ja auch niemanden beleidigen, es geht meine objektive Meinung. Ich will es nicht nochmal sagen, aber das, was ich letztes Mal gesagt habe, mein Punkt an Fug. Jetzt könnt ihr natürlich entscheiden, welches Outfit ihr persönlich besser findet. Die TikTok-Community wird ihren eigenen Teil machen und jetzt seid ihr dran. Ihr YouTuber seid gefragt oder YouTube-Zuschauer, wie auch immer. Seid ihr für das Outfit von Fug, Outfit 1 oder, auf das, oder für das Outfit von Lamar, Outfit 2 hier? Das ist unser erstes Duell im Halbfinale. Ich finde ein sehr stabiles Duell auf jeden Fall. Sagt mir eure Meinung, schreibt es in die Kommentare, merkt euch das. Und dann gehen wir direkt weiter zum zweiten Duell. Das zweite Duell besteht aus den anderen beiden Halbfinalisten. Und zwar fangen wir an mit dem lieben Leon. Leons Outfit wird hier links eingeblendet sein. Und fangen wir von unten nach oben an. Er hat Nike Air Jordan 1er an, denke ich mal. Marienblau heißt die Farbe, glaube ich. Boah, greif mich da bitte nicht an. Auf jeden Fall eine blaue Schuhe, ein blauer Schuh. Dazu eine hellblaue Jeans, Baggy Jeans natürlich. Finde ich, passt sehr gut zu dem Blau auf den Schuhen. Gibt mir den gleichen Jeans-Vibe. Dazu ein weißes T-Shirt mit einem E drauf. Mehr sehe ich da jetzt leider nicht. Weißes T-Shirt hätte es auch einfach so gereicht, ohne das Motiv. Aber stört jetzt nicht unbedingt so doll. Ist ein kleiner Eyecatcher so. Aber, und die Jacke stimmig, sehr, sehr stimmig. Zu den Schuhen muss ich auch so sagen an der Stelle. Ich frage mich immer, also ich denke, wenn ich ein Outfit sehe, weiß nicht, was ich persönlich cooler finde, wenn halt quasi die Jacke und die Schuhe quasi so im Kontrast zueinander stehen oder halt perfekt matchen. In dem Outfit finde ich aber, es ist sehr stimmig an der Stelle. Schmuck oder sonstiges gibt es da leider nicht, aber ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ich finde das Outfit ist chillig, aber das, ich glaube, es ist eine Peso-Jacke, Peso-Flanell-Jacke. Nichts gegen Peso an der Stelle, aber so besonders ist das Outfit jetzt auch wieder nicht. Ist ein simples Standard-Outfit, würde ich aber eigentlich fast genauso tragen. Deswegen gebe ich dem Ganzen auch eine 8 von 10. Ja, und ich sehe gerade, dass die Baggy Jeans an der Seite so einen kleinen Bund hat, also so eine Schlaufe. Finde ich sehr cool. Finde ich sehr cool. Aber es wäre trotzdem eine 8 von 10. Das war das Outfit. Das war Outfit 3. Jetzt gehen wir zu Outfit 4. Und zwar ist das unsere einzige weibliche Kandidatin. Und zwar ist das die liebe Katie. So nenne ich dich mal jetzt. Ich hoffe, das passt so. Hier haben wir das Outfit eingeblendet. Und kleiner Funfact, sie hat letztes Mal gewonnen mit den meisten Stimmen. Und ja, unten haben wir die Vans Oldschool. Die Standardschuhe, also die Skateschuhe so quasi. Die Skateschuhe schlechthin. Die aber wenig Leute tragen mittlerweile und ich persönlich finde die auch nicht so nice. Vans Skate Tour, die habe ich vor ein paar Jährchen getragen, aber jetzt würde ich die nicht mehr tragen. Dann eine blaue Baggy Jeans, da kann man nicht viel rummeckern. Ist halt lockerer Fit, entspannt. Vielleicht den Krempel unten nicht zu dick, weil das sieht so aus, hättest du vielleicht dreimal gekrempelt, weil die Hose halt sehr lang war. Aber da hätte es auch nur ein, zwei Krempel hätten gereicht an der Stelle. Den Hoodie finde ich sehr nice, muss ich zugeben. Den finde ich richtig geil. Geile Farbe, geiler Fit. Auch das Motiv hier, ich weiß nicht, was da jetzt steht, aber das sieht aus wie so drei kleine Figuren. Finde ich ein geiler Hoodie auf jeden Fall. Und eine Kette hast du auch, wie ich da sehe. Ich weiß nicht, was für eine Kette. Da war eine Silberkette, ist entspannt. Was du in der Hand hast, sehe ich jetzt auch nicht. Das sieht aus wie so ein Gewürz. Nee, das sieht aus wie ein Eis. Auf jeden Fall, die Kameratasche, ja, die bewerte ich jetzt nicht mit. Wobei, könnte man bewerten, wenn ich die mit ins Outfit nehmen würde, wie jetzt hier auf dem Bild, könnte man die sogar auf den flexen, auf Ernst. Aber dann würde mich das mit der Kette ein bisschen stören, weil die überlappen da ein bisschen. Und dann halt eine Brille und einen schwarzen Beanie. Schwarzer Beanie, kann man nichts mit falsch machen. Passt sehr gut von dem Vibe her zum Pullover, meiner Meinung nach. Und ich finde, das Outfit ist auch ein sehr gutes Outfit. Aber wenn ich es mit den anderen vergleichen würde und mit meinem Geschmack, wie ihr seht, ich laufe ein bisschen andersrum, würde ich dem Ganzen auch eine... Ich gebe dem Ganzen auch eine 7 von 10. Ja, genau. Einfach nur, auch weil ich diesen Hoodie unnormal feiere. Ich weiß nicht, ich finde den übel sick. 7 von 10. Das heißt, mein Punkt bei dem Outfit, wie ihr sehen könnt, geht dann auch an Leon an der Stelle. Das heißt, hier haben wir nochmal die beiden Outfits von dem zweiten Duell des Halbfinales. Das heißt, es hängt wieder an euch ab. Welches Outfit findet ihr cooler? Outfit 3 von Leon oder Outfit 4 von Katie? Das heißt, das Video wird jetzt hier noch nicht beendet. Also klickt bitte nicht weg, gönnt mir ein bisschen was. Ey, kommt schon. Also schreibt gerne in die Kommentare, welches Outfit ihr persönlich cooler fandet. Outfit 1 oder 2 oder Outfit 3 oder 4. Das heißt, von beiden Duellen müsst ihr einen Sieger reinschreiben in die Kommentare. Sonst wird eure Stimme nicht gewotet. Also, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann sehen wir uns im Finale wieder. Oder ihr abonniert meinen Kanal und sehen wir uns im nächsten Video wieder, worauf ich gerade Bock habe. Das wäre natürlich der Optimalfall. Und an der Stelle, ciao.